Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Hands-on vom Quiditech iMate S. Das ist ein 3D-Drucker, der quasi in einer Box ist, ein Box-3D-Drucker Core XY. Das heißt, das sind sowieso meine allerliebsten Lieblings-3D-Drucker, weil die meiner Meinung nach viel stabiler drucken, weil das Druckbett einfach nur ganz langsam nach unten fährt, während oben ganz normal gedruckt wird. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, diese Bettschubser, wenn quasi das Heizbett immer vor und zurück fährt, jetzt wenn ihr jetzt quasi übertrieben gesehen jetzt so einen ganz großen Druck habt, ja, dann kann das quasi immer mehr anfangen, hier so zu schwanken. Und das ist bei solch einem Core XY 3D-Drucker nicht so. Außerdem kann man hier mit meiner Meinung nach die wesentlich geileren Zeitrafferaufnahmen machen. Ich werde mal schauen, wie ich die Kamera später hier positionieren kann, dass ich euch da vielleicht das ein oder andere Footage auch schon mal direkt liefern kann. Aber jetzt fackeln wir gar nicht lange und packen das Ding mal aus. Bis gleich. So, soweit das Ding erstmal grob ausgepackt. Wir haben jetzt hier auch noch eine Filamentspule mit dabei. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch ein Messerchen habe. Ne, Messerchen habe ich nicht, aber das hier tut's auch. So, weil wir benutzen natürlich erstmal das Filament, was hier mit am Start ist. Das ist ganz normal, simples, weißes Filament. Optimal. Das passt soweit. Das können wir noch da vorne in die Verpackung mit reinpacken. Dann, wir haben hier einen kompletten Extruder schon dran. Das ist ein Direktextruder. Und das ist das Coole hier bei Quiditech, was ich richtig nice finde. Die schicken einem nicht nur eine weitere Nozzle mit dazu, ne, so dass das Endstück, nein, die packen gleich einen kompletten Extruder. Hotend, alles drum und dran, alles mit dabei. Und hier haben wir sogar eine Düse von 0,2 mm. Verbaut ist ein 0,4 mm. Das heißt, mit dem Ding können wir sogar noch mal feiner drucken, wenn wir das wollen. Also Hut ab, feier ich. Ne? Vor allen Dingen, man muss halt überlegen, wenn man den Preis ein bisschen im Auge behält. Man hat ein Druckbett, was ja wirklich, finde ich, von der Größe her absolut überzeugen kann. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Man hat ein schönes Enclosure, also ein Gehäuse, was komplett sich verschließen lässt. Aktuell ist es noch offen, also hier haben wir es offen. Hier vorne haben wir quasi nur eine Tür, die geht nach hier hin auf. Kann ich von hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht öffnen, aber da ist der Griff, kannst du quasi aufmachen. Auf der anderen Seite ist auch offen. Und die beiden Seitenteile, die haben wir hier. Das können wir entweder so lassen, wie es jetzt hier ist. Oder hier ist, glaube ich, noch so eine kleine Folie drauf. Die könnten wir abmachen, wenn wir das wollen. Ich lasse die jetzt aber auch einfach mal drauf, weil schadet ja nicht. Ne? Einfach hier so zack rein auf der einen Seite, dann rein auf der anderen Seite, zack. Das hält mit einfachen Magneten. Ist natürlich dafür wichtig, wenn ihr mit ABS druckt. Wenn ihr mit PLA drückt, dann könnt ihr sowohl hier oben den Deckel als auch die Seitenteile einfach ablassen. Ich lasse es jetzt einfach trotzdem mal drauf, um zu schauen, was passiert. Hier den anderen Extruder, den baue ich jetzt nicht extra drauf. Hier ist dann noch ein Klebstift dabei. Dieser Klebstift wird meines Erachtens nicht benötigt. Der ist hier dabei, ganz einfach dafür, weil man halt meistens, also es gibt viele Leute, die haben Probleme mit dem, mit der Haftigkeit. Also wenn ich jetzt quasi hier das Ganze mal aufmache, hier haben wir eine 6 mm Aluminiumplatte drin, wo drauf quasi hier unsere Druckplatte, mit Magneten festhält. Wir haben jetzt quasi hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Magneten. Und ja, darüber, ne, ihr seht, zack, das hält hier richtig gut fest. Man kann die Druckplatte rausnehmen und die Druckplatte ist halt auch so ein bisschen biegsam, dass man den Druck einfach wunderbar ablösen kann. Das Schöne ist, viele Leute, wie gesagt, benutzen hier für diese Oberfläche so ein bisschen Prittstift, damit das besser hält. Meiner Meinung nach braucht man das nicht. Das habe ich bis jetzt bei noch keinem 3D-Drucker benötigt, wenn man anständige Settings zum Drucken für die Temperatur und sonstiges benutzt. Das Ding ist, und wenn man vor allen Dingen anständig levelt. Das Ding ist, hier haben wir eine eigene Software mit auf diesem USB-Stick, einen eigenen Slicer von Quiditech. Und das Coole ist, der basiert auf Cura, hat aber so viele Extras und ist perfekt angepasst auf eben dieses Gerät. Dementsprechend macht euch da gar keine Sorgen. Wir haben jetzt hier zum Leveln auch noch hier so ein separates Ding dabei. Hier haben wir das Netzkabel, eine kleine Spachtel ist noch mit dabei, ein bisschen Werkzeug, ne, hier noch mehr.
und einen Filamenthalter, der später hier hinten quasi platziert wird. So, dann haben wir hier, und das ist das, was ich halt auch sehr cool finde, eine weitere Platte dabei, wenn ihr da quasi drauf drucken wollt. Ne? Falls die irgendwann mal versaut ist oder, ne? Man kennt das, da sammeln sich immer noch so ein paar Reste vom letzten Druck und so, habt ihr hier nochmal eine weitere saubere Platte mit dabei. Hier steht auch Settings on Slicing Software, also falls ihr für einen, falls ihr mit einem anderen Slicer arbeiten wollt, oder hier Print Core 0,2 mm, ne? Hier stehen halt alle Slicing Sachen mit dabei und auch die ganzen Einstellungen hier, wie man das Ganze wechselt zum Beispiel und so, wie man das Ganze in Betrieb nimmt und so weiter und so fort. Die ganzen Riemen hier, die sind alle noch festgezurrt mit so Kabelbindern. Das müsst ihr alles noch aufmachen mit der Zange am besten. Wir haben hier ein Bauvolumen von 270 x 200 x 200 mm. Das ist absolut optimal meiner Meinung nach von der Größe. Das reicht für die meisten Sachen wirklich aus, die man so drucken will. Man denkt, also wenn das jetzt vielleicht euer erster 3D-Drucker sein sollte, den ihr in Erwägung zieht zu kaufen, man denkt, bevor man mit dem 3D-Drucken anfängt, immer, boah, ich will so riesengroß drucken. Hier den Einstein zum Beispiel auf jeden Fall. Ja? Oder das hier sollte auch vielleicht reinpassen. Ja? Der Einstein zum Beispiel hier, ihr seht, ja, den hätte ich hiermit quasi perfekt so drucken können. Und ihr seht ja, wie groß das ist. Ja? Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen von der Größe her. Damit können wir wirklich ordentlich punkten von dem, was wir halt eben drucken können. Und im Endeffekt, glaubt mir, in der Praxis werdet ihr wahrscheinlich nicht so groß drucken. Ne, das stellt man sich vorher immer so vor, macht man aber meistens in der Regel am Ende dann doch nicht. Ne, so ein paar Figuren und sowas, klar, aber ich sag mal, für so etwas detailreichere Figuren drucken die meisten sowieso eher mit einem Resin 3D-Drucker. Das sind dann hier, sag ich mal, dann eher hier so Figuren in dieser Größenordnung, wobei das sogar schon relativ groß ist für Sachen, die mit dem Resin 3D-Drucker gedruckt wurden. Und genau. So, dann mache ich das jetzt hier mal mit der Einrichtung ein bisschen weiter. Die brauchen wir gar nicht abknipsen, weil hier sind sogar einfach solche Klammern dran. Ich kenne das nur von den anderen Modellen von Quiditech. Da war das nämlich früher immer so, dass da Kabelbinder drumherum war. Mit diesen Klammern finde ich das aber um einiges einfacher. Die sammelt man einfach rundherum einmal ein. Und fertig ist der Hase. Das war's. Einrichtung abgeschlossen. Das finde ich doch relativ nice. Aber was wir trotzdem noch hier anbauen müssen, das kenne ich nämlich auch noch. Hier haben wir so ein paar Klammern. So, zack, die können wir einmal ausfahren. Dann kommt hier das hier so drauf. So. Und dann kommt hier im Grunde genommen das Filament drauf. So, hier dann von beiden Seiten diese Begrenzungen einfach einmal dran. Könnt ihr einfach hier so drüber schieben. Dann guckt ihr, dass ihr das hier so ungefähr mittig positioniert, macht es fest. Genauso wie hier. Einmal diese Verbindungen. So, dann hier einfach mit dem mitgelieferten Inbus hier wieder festschrauben. Einfach einmal links und rechts. Das ist einfach nur dafür da, damit hier die Rolle quasi hier zwischen diesen Sachen ja, sich einfach hier so drehen kann. Ich würde euch auch empfehlen zu schauen, dass ihr das nicht zu nah dran macht. Ne, lasst da so ein bisschen Platz, dass die hier so ein bisschen Spiel hat, diese Spule. Weil ansonsten habt ihr das Problem, dass ja, die Spule sozusagen nicht automatisch gedreht werden kann, was dann dazu führt, dass das Filament eventuell reißen kann. Und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Sonst habt ihr nämlich unter Umständen einen etwas längeren Druck. Also nur hier einfach so gucken, dass das hier so ein bisschen Spiel hat. Das ist ganz okay. Und dann, wie ihr hier seht, ich habe jetzt hier einfach das Röhrchen hier unten so reingelinkt. Ne, hier sind zwei Röhrchen mit dabei. Hier auf der anderen Seite haben wir noch ein weiteres Röhrchen. Achte darauf, dass die Metallseite hier nach hinten reicht, dass wir quasi das hier so rein. Das ist dafür, dass hier keine scharfe Kante ist. Und dann können wir das hier so im Grunde genommen in den Extruder reinpacken. Ich muss sogar sagen, dass ich relativ amüsiert bin, warum hier überhaupt eine Spachtel dabei ist. Gehört natürlich zum guten Ton, sage ich euch so, wie es ist. Wir brauchen sie allerdings wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also was nicht mit dabei ist, ist eine Filamentzange tatsächlich. Die hätte ich mir eher noch gewünscht. Eine Filamentzange hätte ich mir eher gewünscht als eine Spachtel. Weil die Spachtel, die braucht ihr nicht, meiner Meinung nach.
Ihr könnt auch hier so eine normale Clipzange nehmen, aber so eine Filamentzange, die kriegt ihr bei Amazon für, keine Ahnung, einen Zehner, einen Fünfer. Also die kosten überhaupt nicht viel. Diese Standard-Filament-Zangen, die es da gibt, die reichen vollkommen aus. Ja, da braucht ihr nichts Besonderes. War hier aber, wie gesagt, keine mit dabei. Jedenfalls habe ich keine gesehen. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Aber wie gesagt, ich persönlich finde es auch gar nicht so schlimm, denn ja, so unbedingt brauchen wir die auch nicht unbedingt. Ich habe das jetzt hier eben hiermit ganz kurz einmal abgeschnitten, weil da ja vorne noch so ein kleines Klebeding dabei war. Aber ja, Strom ist jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Wir machen das Ganze hier mal ganz kurz an. Müssten wir hier hinten einmal nochmal den Stromschalter betätigen, dass das Ding angeht. So. Haben wir hier noch eine Folie drauf? Nee, oder? Nee, das ist einfach nur so ein bisschen vom Transport. Hier sollte man vielleicht einmal dann drüber wischen oder so. Und dann haben wir halt hier quasi das Menü hier unten drunter. Hier drüber wird der Drucker im Grunde genommen bedient. Dann haben wir hier einmal System. Dann Language und hier die Länderflaggen. Können wir das Ganze einmal auf Deutsch umstellen, was natürlich absolut zuvorkommend ist. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier eine Beleuchtung, die wir an- und ausmachen können. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr gut. Finde ich auch richtig nice, dass das bei Quiditech hier inzwischen Standard ist, weil ihr könnt eure Prints ganz einfach so am besten sehen. Ich weiß noch, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen Leute hier auf dem Kanal, die schon ein bisschen länger mit dabei sind. Wir haben damals den Anycubic i3 Mega, den haben wir komplett mit einer Mod so umgebaut, mit so einem kleinen LED-Ring, dass wir sehen, was wir da drucken können. Weil ich weiß noch ganz genau, als ich mit dem 3D-Druck angefangen habe, saß ich da so davor und habe mir wirklich Ebene für Ebene angeguckt. Boah, cool, noch eine neue Ebene. Und ich konnte mir, während der da gedruckt hat, nicht vorstellen, dass da am Ende dann die und die Figur dabei rauskommt. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Deswegen habe ich da ganz genau zugeguckt, weil ich, ja, so innerlich hat man so ein bisschen dieses Gefühl, so, ja, jetzt verarsch mich doch nicht. Nee, jetzt mach keine Sachen geil. Also du bist da komplett, du kannst es gar nicht glauben. So, wenn du das erste Mal siehst, das ist einfach so unfassbar. Du möchtest jeden einzelnen Schritt sehen. Und deswegen finde ich das hier gerade so gut. Gerade auch vielleicht für Einsteiger, weil das Ding beleuchtet ist. Und natürlich auch später, wenn ihr ein bisschen professioneller seid. Dann könnt ihr hiermit natürlich auch durch diese Ausleuchtung sehr schöne Zeitrafferaufnahmen machen. Ne? Dafür ist es auf jeden Fall besonders gut geeignet. Ne? Ihr könnt dann hier auch die obere Abdeckung vielleicht abmachen, von hier oben einmal filmen, von hier vorne einmal filmen. Man hat verschiedene Optionen. Finde ich auf jeden Fall nice. Jetzt machen wir mal ganz kurz hier ein Leveling. Einmal hier über Werkzeuge, dann über Nivellierung müsste das, glaube ich, sein. Schauen wir doch da mal rein. Ja, genau, Nivellierung. Dann kriegen wir hier einmal die Anzeige. Ja, piep, piep. Dann müssen wir einmal dieses Ding hierfür nehmen. Ihr seht, der piept schon ziemlich laut. Ja, genau. Fährt er jetzt einmal das Druckbett hoch. Achtet am besten jetzt schon darauf, dass hier die Platte überall relativ gut gleichmäßig drauf sitzt. Den USB-Stick können wir schon mal hier vorne reinstecken. Vielleicht haben wir ja sogar einen kleinen Testdruck sogar schon drauf. Können wir gleich mal schauen. Dann können wir nämlich direkt mit dem Testdruck anfangen. Mit diesen Muttern stellt man das jetzt hier richtig ein. So, ich mache jetzt hier erstmal die eine Flügelschraube hier ein bisschen weiter auf, um das Druckbett hier ein bisschen weiter nach unten zu ziehen. Perfekt. So. So. Ja. Perfekt, das sieht so schon mal ganz gut aus. Ne? Also ihr müsst, das muss noch so minimal ein bisschen schleifen. Macht das aber lieber ein bisschen zu großzügig, ne? Also lieber ein bisschen großzügiger, weil ich mache sowieso zwei Durchläufe, weil dadurch, dass ich das jetzt hier so weit runtergezogen habe und das dann weitermache, kann das sein, dass sich das später nochmal sonst verzieht. Der fährt jetzt hier an den nächsten Punkt. Also ich mache es immer zweimal. Ne? Ihr könnt das ja selber für euch entscheiden, was ihr als besser empfindet. Ich mache es zweimal, weil ich das für sinnvoll erachte. Und ich musste tatsächlich jetzt auch merken, beim zweiten Mal, ich musste hier und da nochmal wirklich um kleine Nuancen das Ganze einmal anpassen. Jetzt sollte, wenn ich jetzt bestätige, das Ding wieder einmal runterschießen. Einfach krass, wie schnell das da unterwegs ist. So, wir haben natürlich hier auch WLAN mit dran. Das können wir hier auch unter System beziehungsweise unter Werkzeug und dann hier oben Netzwerk können wir das natürlich hier auch einstellen. Können wir einfach quasi mit unserem Router per WLAN das Gerät verbinden.
Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde mich jetzt aber hier erstmal an den USB-Stick halten. Wir können jetzt hier noch Filament eben mal ganz kurz schauen, dass wir das hier mal anständig einbringen. Dafür gehen wir einmal ganz kurz hier auf Vorheizen und bringen hier unsere Düse erstmal auf, ja, hier steht jetzt 223 Grad. Ich habe jetzt quasi einfach nur auf Play gedrückt. Wir könnten es hier auch einfach ein bisschen niedriger von der Temperatur machen. Mal ganz kurz schauen, hier auf dem Filament stand drauf, mit welchen Temperaturen man das drucken soll. Das ist nämlich ganz normal PLA, Drucktemperatur zwischen 205 und 225 Grad. So, dann heißt, wir stellen hier zwischen 205 und 225, ich mache jetzt 211, meistens mache ich auch so 210 Grad, aber das ließ sich jetzt hier nicht in so Einzelschritten machen. Der heizt jetzt hier langsam hoch, wir haben jetzt hier 100 Grad aktuell. Ich packe schon mal ganz kurz das Ding hier oben rein, dass wir das da gleich einfach dann drin haben. Ich halte das hier schon mal so fest, das können wir nämlich dann gleich einfach hier einführen lassen, weil hier haben wir einen richtig schönen Automatismus, der uns das Filament automatisiert hier reinzieht. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das kenne ich nämlich auch schon von anderen QuiDiTech 3D-Druckern. Die Technik gefällt mir hier sehr gut und vor allem gefällt mir hier das Druckbett deutlich besser als bei dem anderen, weil ich hatte schon mal, also was nicht bei dem anderen QuiDiTech, aber ich hatte schon mal einen Drucker mit so einer weißen Buildplate und da war quasi die Buildplate, also die Druckplatte, mit der Platte hier unten drunter fest zusammen. Ja, man konnte das nicht einfach so abnehmen und rausnehmen, so wie hier, dass ich jetzt quasi dann die Druckplatte einfach rausnehmen kann, um das hier so ein bisschen dann zu biegen, um meinen Druck abzumachen. Weil das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr wertschätze. Das mochte ich auch damals bei dem Sindo. Der Sindo hat allerdings einen Preis von um die 3000 Euro, während das Gerät hier deutlich günstiger zu haben ist. Und der einzige Unterschied im Grunde genommen, was diesem Gerät zu dem Sindo fehlen würde, wäre die eingebaute Kamera, die beim Sindo ungefähr hier vorne sitzt. Ansonsten Beleuchtung habe ich hier am Start, ich habe ein Gehäuse, was ich schließen kann, ich habe WLAN mit dabei. Also, und der Sindo kostet wie gesagt 3000 und das Gerät hier um einiges weniger. Ja? Qualitativ werdet ihr sehen, und das habe ich schon bei vielen 3D-Druckern gesehen, nehmen diese 3D-Drucker sich nicht sonderlich viel, was die Druckergebnisse betrifft. Im Gegenteil, ich würde sogar noch behaupten, dass das Ding hier sehr präzise arbeitet. Werdet ihr aber später auch noch sehen an den Ergebnissen. So, wir haben jetzt hier die Drucktemperatur erreicht. Wir gehen bei Filament einfach mal rein und ziehen hier mal ein bisschen was rein. Genau, man merkt auch schon, wenn man das Filament so mit den Fingern führt, man merkt schon, wie das immer weiter reingefeedet wird. Und jetzt werdet ihr hier unten bei der Nozzle, jetzt aktuell ist noch so ein rotes Zeug, was da gerade so ein bisschen rauskommt. Das ist von Werk aus wahrscheinlich schon in der Nozzle drin gewesen. Und jetzt sehen wir so peu à peu, kommt da vorne das Filament raus. Ich helfe hier mal ganz kurz ein bisschen nach, dass das auch wirklich runterfällt. So, ja, ihr seht. Hier, da haben wir so ein rotes Dingschen und genau, das ist halt meistens dieser Fropf, der halt in dieser Nozzle halt einfach drin ist. Und hier sehen wir auch schon, wie das weiße Filament dann jetzt nachkommt. Lassen wir es einfach erstmal ganz kurz ein bisschen durchlaufen. So, das sollte auch schon reichen. Stopp. Ich ziehe mir das ganz kurz hier ab. So, das erste Ding kann in Müll. Supi. Und dann gehen wir hier ganz kurz einmal zurück, drucken. Schauen wir mal, ob wir hier einen Testdruck drauf haben. iMate 3 Testfile. Achso, das ist das einzige Testfile, was wir haben. Ja, drucken wir das jetzt einfach mal, egal. Na, genau für solche Fälle würde ich mir so eine kleine Pinzette oder Filamentzange wünschen, weil, ihr habt es gerade gesehen, da kam mir gerade so ein kleiner Fropf da unten drauf.
Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, noch hier so ein kleines 3D-Druckset mit dazu zu bestellen, mit so einer kleinen Mini-Pinzette, einer Filamentzange und so. Das ist jetzt ein Druck hier, der dauert 1,5 Stunden. Wie ich das sehe, ist das hier einfach nur ein Quadrat und ein Zylinder, also quasi unten so ein Rechteckblock und obendrauf dann so ein Zylinderblock. Also einmal eckig und einmal rund gedruckt. Wahrscheinlich einfach nur, um die Präzision von den Kanten zu zeigen und wie gut er rund drucken kann, weil das ist ja halt auch sehr, sehr wichtig. Ist jetzt kein krasses Test-File, sag ich jetzt mal in dem Sinne, aber wir werden danach auf jeden Fall noch was Anständiges drucken, mit ein bisschen mehr Wumms. Ich habe da auch schon eventuell eine Idee. In der Zwischenzeit, wo das hier am Aufheizen ist, mache ich das Ganze hier mal sauber. Ich nehme da jetzt einfach mal ganz kurz, ganz frech Isopropanol ein bisschen für. Kann man natürlich auch einfach mit Glasreiniger machen. So, einfach ganz kurz hier einmal drüber. Gehen wir innen auch noch mal kurz drüber. So, zack, noch einmal trocken drüber wischen. So, perfekt, jetzt fängt er auch schon an. Temperatur ist erreicht. So. Dann haben wir nämlich diese ganzen Schlieren von der Verpackung auch jetzt einfach da mal weg. So. Und dann fängt er hier an zu drucken. Schaue ich mir hier ganz kurz den ersten Layer mal genauer an. So sehe ich das trotzdem immer noch besser. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Wie gesagt, das war auch richtig gut, dass ich mir da ein bisschen Platz gelassen habe beim Leveln, dass ich da das nicht ganz auf Press gemacht habe, so wie man das bei den meisten anderen 3D-Druckern macht. Also hier habe ich, wie gesagt, mir ein bisschen mehr Luft gelassen. Das war genau perfekt. Also wirklich, dass es gerade so an diesem Papierchen kratzt. Dann habt ihr perfekt gelevelt. Das sieht genau so aus, so muss ein erster Layer aussehen. Das gefällt mir. Ja, sieht man jetzt halt nicht so gut, sonst würde ich euch das mal kurz zeigen. Weil das halt hier schon ja, so unten drunter ist, aber so sieht das von der Seite hier auf jeden Fall schon ganz gut aus. Ich habe da mal bei Google so ein Bild gefunden, ich versuche das mal jetzt hier einzublenden, wie das aussehen muss, wenn das Filament aus der Nozzle rauskommt, wenn ihr perfekt gelevelt habt. Also das ist quasi, es darf weder so sein, dass die Nozzle so presst drauf liegt, sodass es quasi so rausgequetscht wird, so darf es nicht sein. Es darf aber auch nicht jetzt so sein, dass die Nozzle hier oben ist und das quasi so richtig nach unten erstmal ein Stückchen fließt, bevor es dann da liegt, sondern das muss quasi da rauskommen und dann quasi direkt so dick, wie es quasi rauskommt, muss auch abgeflossen werden. Also so muss das quasi von der Dicke her, das ist quasi genauso dick, das was rauskommt, dass das genauso abgezogen wird. Ja, wie gesagt, auf dem Bild könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was ich meine. Aber der legt jetzt hier auch schon ein ganz schönes Tempo voran, ne? Deswegen braucht er hier auch nur 1,5 Stunden dafür. 1 Stunde und 16 Minuten aktuell wird mir nur noch angezeigt. 48 mm pro Sekunde, 100 mm pro Sekunde. Nee, warte, waren das 100? Jetzt hat er 30 mm pro Sekunde gerade wieder. Ah, für die äußere Linie macht er 30 mm. Dann 48 mm und 100 mm macht er dann für die Füllung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist okay. Ich mach's mal zu und dann gucke ich mir das Ganze in einer Stunde wieder an. Wir sehen uns dann in einer Stunde. Hiervon brauche ich euch jetzt, glaube ich, keinen Zeitraffer zeigen, weil das relativ unspektakulär ist. Wir machen später ein bisschen was Cooleres. Davon zeige ich euch dann auch einen Zeitraffer. Aber bis in einer Stunde. So, das Stündchen ist um. Wir machen hier mal ganz kurz, ja, 1 Stunde und 27 Minuten hat er jetzt hier insgesamt gebraucht. Wir gehen hier einmal ganz kurz auf Bestätigen, machen den Bums mal auf. Bisschen warm ist das Ganze hier auch noch. Und das ist nämlich das, was ich jetzt so schön finde. Hier oben haben wir noch so eine kleine Antenne dran, wie man vielleicht sehen kann. Aber jetzt zeige ich euch das nämlich, was ich hier so schön finde an diesem Drucker. Achtung! Erstens mal dieses Geräusch. Das hört sich so gut an, finde ich. Weil man wirklich hört, wie man dieses Ding hier abnehmen kann. So, die andere jetzt auch so. Also wirklich immer versuchen, so eine Ecke zu bekommen, dann könnt ihr das nämlich einfach so abziehen und das bleibt dann über. Hier, und das ist halt der Grund, warum ich sage, eine Filamentzange wäre ganz gut. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit dem Ding. Ich habe zwar eine Filamentzange auch da, aber die liegt hier irgendwo rum.
Mit einer Filamentzange könnte man das hier natürlich deutlich präziser machen. So, hier oben kann man jetzt mal ein bisschen drüber feilen, so, das ist jetzt nicht so das Thema. Aber das Konstrukt sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Es ist auch tatsächlich hohl. Ich kann euch das ja mal ganz kurz so ein bisschen näher zeigen, dass ihr das schon mal so ein bisschen seht. Einmal bitte der Fokus, wunderbar. Ja, ihr seht, die Kanten hier sind wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja, auch hier oben sehr schön rund, also ich habe da keine Probleme mit. Und ne, ihr könnt da jetzt auch sehen, wunderbar, auch innen. Da ist unten scheinbar ein bisschen Dreck. Ist das ein Loch? Nee, es ist kein Loch. Da ist irgendwie ein bisschen Dreck reingekommen. Wahrscheinlich eben. Aber ihr seht da unten, ja, es sieht auch von innen ganz in Ordnung aus. Gefällt mir so ganz gut. Ist ein sehr komisches Probestück. Sieht ein bisschen aus, wenn ich da jetzt noch so eine Kappe oben drauf mache, wie so ein überdimensional großer Lippenstift. Ja, ist aber so auch von der Qualität her ganz in Ordnung. Mir gefallen die Passmuster. Und jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns den USB-Stick, gehen mal drüben an den Rechner. Ich habe zwar hier auch einen, aber drüben kann ich das besser machen mit der Aufnahme. Dann zeige ich euch mal die Software, die drauf ist, beziehungsweise die anderen Dinge, die hier noch mit auf dem USB-Stick drauf sind. Denn das Schöne ist, wir haben hier halt auch weitere Anleitungen und Tutorials in Videoform, in Bildform, in PDF-Form auch noch mit drauf. Das heißt, über dieses Video hinaus, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und irgendwas von dem Gerät nicht versteht, was ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären könnte, weil das Gerät ist so einfach zu bedienen. Ihr müsst das Ding einmal leveln und dann fertig ist der Bums. Das Einzige, was ihr natürlich noch verstehen müsst, ist, wie solch ein Slicing-Programm zu bedienen ist. Das zeige ich euch jetzt gleich drüben am Rechner. Aber wenn dann darüber hinaus irgendwann nochmal Fragen offen sein sollten, schaut euch einfach die mitgelieferten kleinen Tutorials an, die hier mit drauf sind. Ich zeige euch da gleich mal so einen kleinen Einblick. Bis gleich. Da sind wir auch schon am PC. Ich habe den Inhalt von meinem USB-Stick erstmal direkt auf den Rechner übertragen, damit ich euch die Sachen zeigen kann. Wir brauchen den USB-Stick auch gleich nochmal, um hier unsere Datei drauf zu packen. Hier habe ich quasi mir den Ordner. Das ist der Ordner, aber einfach so 1 zu 1 auf dem USB-Stick drauf. Sind 1,45 GB. Und ihr seht es hier auch schon. Ich habe hier etwas installiert. Und zwar den QuiDiTech QuiDi Print 5.6.7 Slicer. Ich würde euch auch tatsächlich empfehlen, genau diesen Slicer hier für diesen 3D-Drucker zu verwenden, weil der halt eben auf Cura basiert und perfekt optimiert ist für eben genau diese 3D-Drucker. Ich habe aber, wie ihr nämlich hier sehen könnt, das ist die Dings, hier haben wir die Slicer-Software, hier extra für Mac und für Windows. Ihr seht, hier ist die Version 5.5.0 mit dabei. Ich habe mir aber die Version 5.6.7 installiert. Dafür könnt ihr einfach, entweder ihr könntet die Version installieren und dann seht ihr halt eben, es gibt ein Update und dann werdet ihr hierhin weitergeleitet. Ihr könnt natürlich aber auch direkt auf qd3dprinter.com/software gehen. Und dann könnt ihr hier entweder für macOS oder eben für Windows eure Software runterladen und dann dementsprechend installieren. Die Version ist nicht lizenziert für Windows, dementsprechend kriegt ihr da eine kleine Warnung und dann hier trotzdem installieren und so. Ist aber gar kein Problem, habe ich ja auch gemacht. Ich wollte euch nur extra hier das Fenster nochmal offen lassen. Ich gehe mal hier ganz kurz auf Weiter, Annehmen, Installieren. Weil ich habe natürlich die alte Version jetzt erstmal deinstalliert und jetzt mit euch gemeinsam hier die neue Version, um die zu installieren. Ihr habt aber auch auf dem USB-Stick noch eine ganze Menge Tutorials mit drauf, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Ja, hier können wir einmal ausführen nebenbei. Hier habe ich jetzt die Installationsechse, ich packe die mir auch einfach mal hier mit rein. Und ihr werdet jetzt gleich etwas feststellen. Wir werden nämlich hier direkt jetzt gefragt, wie gesagt, dieser Slicer basiert auf Cura, aber ist wirklich auch mit ein paar Plugins, zum Beispiel hier für das Support und so, wo dann zum Beispiel Flächen sein sollen, wo keine Supportstrukturen gebaut werden sollen und sowas, ist das alles hier schon mit reingebaut. Ja, der ist wirklich optimiert extra für genau diese 3D-Drucker, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Benutzeroberfläche wird geladen. Genau, hier haben wir das Ganze noch einmal. So, und hier haben wir auch direkt den iMate S. Ja, ihr könnt hier auch zwischen den X-Serien und dem iMate-Serien, iMate, iMate S, ja, hier auswählen. Das ist auch ein iMate S, deswegen lasse ich das hier mal ganz kurz offen. Ich gehe aber erst nochmal weiter auf den Inhalt vom USB-Stick ein.
Und zwar habt ihr hier ganz am Anfang ein Setup-Guide. Ja, das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Das ist in ausgedruckter Form auch schon mit dabei. Ne, hier so ein paar Instruktionen, auch was alles im Lieferumfang mit enthalten ist. Wie man das hier mit dem Filament macht und hier sogar ein Tutorial, wie man das Ding richtig auszupacken hat. Und das ist das, was ich sehr gut finde. Ihr macht das Paket auf und direkt dieses Pack, also das Ding, was wir als PDF aufhaben, lacht euch hier direkt oben an. Aber sind wir mal ehrlich, keiner von euch würde hergehen und jetzt sich erst das da durchlesen, bevor ihr weiter aufmacht. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe es alles komplett ausgepackt und dann mir angeguckt. Oh, na cool, das ist auch mit dabei. Und hier auch richtig, wie ihr hier das Styropor quasi rausbekommt, nur dass ihr das quasi erst so in zwei Hälften, habe ich einfach intuitiv alles richtig gemacht, von daher gar kein Thema. Und dann hier so die ersten Sachen, die ihr so vornehmen solltet. Das haben wir mit dabei. Das Schöne ist, wir haben ja auch das Testfile, was wir eben gedruckt haben, was sehr top-notch ist, ja, ein sehr einfaches Testteil. Dann natürlich hier, wie man anständig levelt, haben wir hier noch ein kleines Tutorial mit dabei. Habe ich euch ja eben auch kurz gezeigt. Hier über die Nivellierungseinstellungen mit dem mitgelieferten Plastikpapierchen, was hier mit dabei ist. Ist im Grunde genommen sehr einfach. Wie gesagt, relativ großzügig machen. Einfach einmal hier die großen Schrauben, die sind eben, um das Heizbett weiter hoch und runter zu machen. Und hier unten die Flügelmuttern, einfach nur, um das Ganze dann an dieser Stelle zu fixieren. In der Regel, wenn ihr den Drucker nicht sonderlich viel bewegt, dann nivelliert ihr das Ding einmal und dann läuft das. Ja? Dann wuppt der Lachs. So, hier haben wir dann noch weitere, wenn ihr irgendwelche hier Replace Nozzle, Removing and Installing Extruder, also wie man den Extruder entfernt und wieder zusammenbaut. Falls ihr den Fan, also den Lüfter hier wechseln möchtet, etc. pp. Sämtliche Video-Tutorials immer hier mit dabei. Auch wenn ihr zum Beispiel den Prittstift benutzen solltet, um bessere Haftung auf dem Brutbett zu haben, was ihr wie gesagt nicht braucht. Ja, habe ich eben schon gesagt, braucht ihr definitiv nicht. Aber für den Fall, das ist hier sogar noch ein kleines Tutorial dabei, wie man diesen Kleber wieder entfernt. Dann hier Cleaning Supplies, Exit Materials, also wie ihr das Filament wieder ausspuckt und auch reinbekommen könnt. Hier Filament Installation, wie das hier funktioniert. Das ist aber allerdings alles so selbsterklärend und einfach. Ja, hier sogar nochmal ein Wi-Fi-Function-Video, 1 Minute 39 geht das. Ja, das sind so lauter kleine Videos, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie kriege ich denn das Ding ins WLAN, um eben meine Printdateien direkt übers WLAN reinschicken zu können. Kriegt ihr hier das alles erklärt. Als kleine Info noch dazu, selbst wenn ihr das Ganze über WLAN macht, ihr habt es hier auch gesehen, der USB-Stick muss trotzdem drin stecken bleiben. Das Gerät hat meines Wissens nach keinen eigenen Speicher. Das heißt, für den Fall, dass ihr über WLAN was senden möchtet an den Drucker, seid euch im Klaren, lasst den USB-Stick drin. Ihr könnt euch da auch so einen kleinen Nippel-USB-Stick besorgen, der hier nicht so lang ist, sondern hier wirklich nur so ein kleines Ding ist. Hat halt eben den Vorteil, dass das Ding vorne ein bisschen abgeschlossen halt einfach ist. Ne? Ihr habt sogar hier ein kleines Profil dabei für Simplify 3D, für den Fall, dass ihr diesen Slicer lieber benutzen möchtet. Habe ich in der Community auch mitbekommen, dass da sehr, sehr, sehr viele mit diesem Slicer unterwegs sind. Ich persönlich würde euch aber, wie gesagt, den mitgelieferten Slicer hier absolut empfehlen. Und hier, wie gesagt, hier sind noch ein paar andere Videos. So könnt ihr euch ja mal da ein bisschen umschauen. So, jetzt gehen wir hier auf den Slicer ein bisschen näher ein. Dafür lade ich mir mal ganz kurz eine Datei rein. Ich suche mir da gerade mal was Schönes raus. Ich habe ja hier die ein oder andere 3D-Datei vorrätig. Beziehungsweise wir können ja auch einfach mal auf Thingiverse gucken. Das ist vielleicht auch für viele von euch interessant, weil auf Thingiverse, da könnt ihr ja einfach dann kostenlos und vor allem auch legal euch die ganzen 3D-Modelle besorgen. Ihr könnt hier und da, wenn ihr möchtet, eine kleine Donation dalassen, um den Künstler zu unterstützen, der das jeweilige 3D-Modell gemacht hat. Und jetzt suchen wir hier uns einfach mal was Cooles raus. Ich gebe jetzt hier einfach mal Marvel ein. Marvel. Oh, so Pink Panther, der ist natürlich auch cool. Aber den kannst du auch nicht einfach so drücken. Marvel. So. So ein Groot ist natürlich auch immer hübsch. Den hier habe ich schon mal gedruckt, aber den hier habe ich noch gar nicht gedruckt. Vielleicht sollte ich den mal drucken. Den habe ich noch nie gedruckt tatsächlich. Ich glaube, ich drucke den jetzt einfach.
Hier brauchen wir auch ein bisschen Support, würde ich behaupten. Hier beim Kinn, da bin ich mir sonst nicht so sicher, ob das so gut aussehen wird. Filamentfarbe, weiß ich noch nicht aktuell, welche ich dann nehmen werde. Ich suche mir da gleich mal was Schönes raus. Wir haben ja von Redline Filament ein schickes Repertoire. Ich glaube aber, da könnten wir was Cooles draus machen. Wir laden uns das Ganze hier erstmal hier Collect File, loggen wir uns direkt hier erstmal ein. So, einmal in die Collection packen, einmal einen Like da lassen, weil hier hat sich der Künstler schließlich auch ein bisschen Mühe gegeben bei, schätze ich mal. Dann laden wir das Ding einmal runter. Hier finde ich auch immer sehr schön, dass man hier ein kleines Trinkgeld dem Designer da lassen kann, wenn man das möchte. Jetzt laden wir uns das hier einmal runter, perfekt. Einmal im Ordner anzeigen. So. Na, zack, im Ordner anzeigen, perfekt. Habe ich jetzt hier auf einem separaten Screen. Einmal ausschneiden. Ich packe mir das ganz kurz auf den Desktop, damit ich mir das von hier aus dann reinziehen kann. So, da haben wir es. Einmal entpacken. Zack, da haben wir es. Und dann haben wir hier so einen Ordner, wo einmal hier Groot Thick Shell und einmal Low drin ist. Schauen wir uns das mal nacheinander an. Ich ziehe mir das ganz kurz hier auf einen anderen Screen. Und dann gucken wir uns erstmal den Low an. Ziehe ich mir das einfach hier rein. Okay, das scheint Low zu sein. Hier sehen wir auch schon so direkt hier diese blau markierten Sachen, wo eben entsprechend das Supportmaterial hin sollte. Hier unten haben wir auch so ein paar Sachen. Aber ich denke nicht, dass wir hier wirklich an jedem kleinen Fitzelchen Support brauchen, weil sonst müssen wir da so viel rausfrickeln. Also Kinn würde ich auf jeden Fall was machen. Eventuell noch bei den Augen, wobei das können wir, glaube ich, sogar auch weglassen. Das ist relativ schräg. Da müssen wir gleich einfach die richtige Gradzahl einstellen für die Supportmaterialien. Aber ich mache mal den Low ganz kurz weg und hole mir mal die Thick Shell raus. Da haben wir auch direkt eine wesentlich größere Datei. Der Low war gerade mal 8 MB groß und die Thick Shell ist einfach 42,5 MB groß. Ich weiß jetzt nicht, es sieht jetzt gar nicht so viel detaillierter aus. Ah, es ist eine Shell. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist quasi innen hohl. Und gucken wir mal, ob das andere auch innen hohl war. Nee, das andere ist innen nicht hohl. Dann würde ich doch lieber das hier nehmen, weil ich möchte mit Infill arbeiten und nicht einfach nur so ein Außending haben. Also können wir hier an der Seite, ja, das seht ihr jetzt natürlich perfekt nicht. Perfekt, einmal ausblenden. Perfekt, jetzt könnt ihr das sehen. Jetzt haben wir hier an der Seite einmal Extruder-Schicht. Ihr seht auch hier oben Printcore 0,4 mm, die Düse. Wie gesagt, wenn ihr jetzt hier das andere Hotend eingebaut hättet, dann könntet ihr hier auf 0,2 mm gehen. Aber wir lassen jetzt einfach das hier. PLA ist auch eben das Filament, mit dem wir arbeiten möchten. Die Füllung haben wir hier standardmäßig auf 20. Die stelle ich jetzt einfach mal auf 10. Das sollte absolut ausreichen, weil 20, ja, 15 hätte ich eigentlich am liebsten noch genommen. Aber 10% Infill sollte absolut ausreichen. Extruder können wir hier auch noch ein paar Einstellungen machen. Aber ich lasse das hier mal alles auf Standard. 30 mm pro Sekunde Einzugsgeschwindigkeit. 1,5 mm Abstand, alles soweit in Ordnung. Die Schichten können wir hier uns nochmal genau angucken. Untere Schicht 4, obere Schicht auch 4, Anzahl der Wandlinien 3, vollkommen in Ordnung. Füllung 10%, genau, hier können wir jetzt manuell auf 15 einstellen. Wir können hier entweder 3D quer, Geoid quer, Zickzack oder halt einfach Würfel. Ich lasse es auch einfach bei den Würfeln, weil Standard. Wir wollen gucken, alles quasi so lassen, wie es ist, außer was ich jetzt hier die Fülldichte, das ist vollkommen okay. Und dann gucken wir hier bei den Stützstrukturen eben noch, beziehungsweise Temperatur ist hier auf 200 Grad. Ich mache 210 Grad und die Druckplatte mache ich auf, hier, okay. Der hat hier für die erste Schicht 60 und später 50, sollte ausreichen. Lasse ich so, aber Drucktemperatur 210, das so viel Zeit muss sein. Die Kühlung ist aktiv, das ist in Ordnung. Support hinzufügen, auf jeden Fall. Machen wir mal überall oder machen wir nur Druckbett. So, und dann hier können wir entweder Linien oder ich würde sagen, ist ein bisschen Gitter eher. Lassen wir mal die Linien. Und dann bereiten wir das Ganze mal vor. Jetzt sollten die Support
Sachen mit dazukommen. Genau, und da können wir hier direkt sehen, Support wird hier überall dran gepackt. Und ich würde sogar sagen, das können wir so auch einfach lassen. Ich glaube aber, was sagt er uns hier? Sagt er uns irgendwo, wie lange das jetzt dauern würde? 5 Stunden und 38 Minuten. Ich bin am Überlegen tatsächlich, ob wir es vielleicht ein bisschen größer drucken. Wobei, eigentlich passt das so schon. Das ist ungefähr so die Hälfte vom Druckraum. Da haben wir eine schöne kleine Figur, die können wir irgendwo hinstellen. Das passt. Ja, okay. Das sieht doch schon wesentlich entspannter aus. Und das ist auch das, was ich sage, das reicht. Ne? Ich habe gesagt, beim Kinn, hier ein bisschen bei den Augenpartien, fertig. Der Rest braucht keinen Support. Ist einfach nicht notwendig. So, dann speichern wir das Ganze jetzt in einer Datei. Mache ich einfach auf den Desktop. So, hier low.gcode speichern. Das kommt jetzt hier wieder auf den USB-Stick drauf. Und dann gehen wir damit rüber zum 3D-Drucker. Wir sehen uns gleich. Dann stecken wir den USB-Stick hier mal rein. Und dann gehen wir hier auf Drucken. Einmal ganz kurz neu laden. So, Low G-Code, da haben wir sie, perfekt. Und dann einmal auf Play. Oh, ich sollte vielleicht vorher noch die Plattform hier drauf knallen, das macht vielleicht Sinn. Oh, nee, ganz kurz, ich mache nochmal ganz kurz Pop. Stopp. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir da für einen geilen Groot mit hinbekommen. Es ist dann jetzt so ein Black Rock, heißt das. Das wird quasi ein Groot aus Stein, wenn man so möchte. Das ist so ein bisschen so ein gräuliches Glitzerfilament. Bin ich mal selber gespannt, was da so mit möglich ist. Jawohl, da kommt es schon raus. Optimal. Drucken. Low. Dann einmal auf Play. Und dann, letzter Druck wurde unterbrochen. Möchten Sie den Druckvorgang von Hauptpunkt fortsetzen? Haltepunkt fortsetzen? Nein. Wir möchten nicht vom Haltepunkt fortsetzen. Wir wollen von neu beginnen. Und ich drehe den 3D-Drucker jetzt mal so ein bisschen, weil, so, ich drehe den jetzt hier nochmal so ein bisschen, weil wir setzen hier vorne gleich eine Kamera hin und dann machen wir so ein bisschen einen Zeitraffer. Na, lassen wir die Tür einfach hier so, perfekt. Und dann mache ich euch nämlich hier von vorne, von hier gleich setze ich eine Kamera dran und versuche hier so einen kleinen Zeitraffer euch aufzunehmen. Da packen wir jetzt gleich hier noch, hier die kleine GoPro packen wir dahin und dann mache ich euch einen kleinen Zeitraffer davon. Ich muss nur gleich gucken, wie ich das hier am besten positioniere. Da habe ich hier extra so ein kleines Stativ dafür. Ich mache jetzt hier noch die Montage von dem Zeitraffer und ich würde schon mal sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Zeitraffer hiervon. Der Groot ist einmal fertig, den können wir schon mal beiseite stellen und wir haben jetzt hier noch einen weiteren Druck gemacht. Der hat jetzt 14 Stunden und eine Minute gedauert. Können wir auch mal ganz kurz auf Bestätigen klicken, weil ich wollte euch ja noch so ein bisschen was Präzisionsmäßiges zeigen. Deswegen das hier, denn das ist eine Zange. Also so ein, es ist im Grunde genommen nur eine Spielerei. Es ist jetzt kein Gebrauchsgegenstand, den man für irgendetwas zwingend notwendig benötigt. Aber er zeigt ganz gut,
welche Präzision dieser 3D-Drucker imstande ist zu drucken. Denn, ihr seht es, ich löse das hier gerade erst vom Druckbett ab. Ja, das ist quasi in einem Stück, also das heißt quasi, es ist in einem Stück gedruckt. Aber, hoppala, perfekt. Obwohl es in einem Stück gedruckt ist, können wir es direkt, wenn wir es jetzt hier vom Druckbett nehmen, ne, hier sind noch so ein paar kleine Fädchen und so dran, das kann man einfach alles mal so ein bisschen so, so, jetzt ist das auch fein säuberlich sauber. Und, Achtung, ich muss einmal ganz kurz gelockert werden. Wunderbar, da gab es ein Problem mit der Aufnahme, deswegen muss ich jetzt das letzte Take nochmal neu aufnehmen. Also wie gesagt, hier haben wir ja, das gedruckte Teil. Ich zeige euch mal von nahem. Bin ein bisschen erkältet, deswegen nicht wundern. Aber ich finde es halt cool, das ist in einem Stück gedruckt. Ja. Und das lässt sich trotzdem so richtig gut bewegen. Es ist wirklich genau so gedruckt. Einzige, was ihr ein bisschen aufpassen müsst, weil das ist ja hier unten, also das wurde quasi so gedruckt, das hier ist oben, das hier ist unten. Ihr müsst quasi hier, überall da, wo diese, wo diese Abstände quasi jetzt hier sind, also ihr müsst quasi die Abstände so ein bisschen hier lösen. Das ist am Anfang alles so ein bisschen zusammen. Ihr könnt hier so ein bisschen an den Rand mit dem Kopf vom Schraubenzieher oder so ein bisschen klopfen oder versuchen, einen Cutter genau an dieser Stelle versuchen, so ein bisschen lang zu gehen oder so. Wundert euch nicht, das ist am Anfang noch immer ein bisschen hakelig, aber je öfter ihr das dann quasi hier so hin und her bewegt, desto flüssiger wird das Ganze. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das schon echt mega interessant, wirklich wie präzise so ein 3D-Drucker sein kann. Und auch hier, Groot einfach, sieht natürlich auch mega gut aus. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja gut, was das Ding hier soll, Lippenstift oder so, ich weiß es nicht. Ist halt so das erste Testfile, was damit da drauf war. Ich finde es halt sehr gut, dass das Druckbett, also das Heizbett, dass wir das rausnehmen können und dass es biegbar ist. So kriegt ihr nämlich die Prints sehr, sehr, sehr leicht vom Druckbett runter. Haftung funktioniert auch super. Da ist zwar ein Glue-Stick dabei, aber Real Talk, ihr braucht den halt einfach nicht. Wenn ihr das Ding einmal anständig gelevelt habt, dann geht da nichts von eurer Buildplate runter. Das funktioniert halt einfach. Filamentwechsel funktioniert sehr einfach. Wir haben einen Direct-Extruder. Das heißt, wir können halt auch mit TPU, also generell so flexiblem Filament arbeiten etc. pp. Dadurch, dass wir ein Enclosure haben, also so ein Case, können wir ohne Probleme ABS drucken zum Beispiel, weil die Hitze halt einfach dann gleichmäßig hier drin bleibt. Die Software, also das, der Slicer, der hier mit dabei ist, ich finde den wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ja im Grunde genommen einfach ein modifiziertes Cura, was halt wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, gefällt mir einfach sehr gut. Bleibt weiterhin gespannt, was hier so noch auf dem Kanal kommt. Ich bin aktuell dabei, so ein paar Ringe selber zu machen mit Lost Wax Casting. Das heißt, ich habe halt so ein Spezialresin, was ich mit meinem Resin-3D-Drucker, der drüben im Makerspace steht, drucken kann, und das wird dann quasi nicht so ein normalem Kunstharz-Modell, so wie man das halt von Resin halt eben kennt, also sowas wie das jetzt hier, ne? Das ist jetzt quasi so ein Resin, das ist der Joker hier in dem Fall, oder hier so ein Pikachu oder ein Eiffelturm oder so, ne? Die Details, die man damit drucken kann, sind ja schon krass, aber ich bin aktuell dabei, quasi mit so einem bestimmten Resin zu drucken, was halt quasi zu Wachs wird, also nicht richtig, aber so ungefähr. Dementsprechend muss das zum Beispiel relativ warm gedruckt werden. Und da habe ich jetzt so einen Enclosure Heater gebastelt, der in dem Resin 3D-Drucker das Ganze warm hält und auf einer konstanten Temperatur hält. Dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben. Generell so Maker-Stuff und sowas, das ist halt das, womit ich mich hier gerne auf dem Kanal beschäftige. Wenn euch solche Sachen interessieren, lasst mir doch gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch bei dem Video hier könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ein bisschen was Nettes in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, natürlich hier die ganzen Sachen hier. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne nach, die sind zu Deal Heroes verlinkt. Das ist hier unsere Community-basierte Preisvergleich-Webseite.
Das heißt, ja, solltet ihr zum Beispiel den besten Preis haben wollen, der dann zum Beispiel bei Banggood oder eBay oder sonst wo halt eben ist, nehmt ihr einfach immer den obersten Preis. Solltet ihr aber sagen, okay, ich will zwar den Drucker haben, ich bin bereit, ein bisschen was vielleicht mehr auszugeben, dafür, dass ich aber dann bei Amazon oder so bestellen kann, weil mir das einfach sicherer ist oder so, findet ihr weiter unten auch die Liste, wo ihr den Drucker sonst noch so kaufen könnt. Solltet ihr irgendwo einen besseren Preis im Internet noch finden von dem Teil, lasst mich bitte das über das Kontaktformular von Dealheroes wissen. Dann werde ich die Seite, die Preise halt eben aktualisieren, sodass halt jeder, der hier gerade das Video sieht, den aktuell besten Preis hat und natürlich auch die aktuellen Shops, wo er vielleicht gerne bestellt. In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.